Hallo Leute, wir sind zurück bei Metro und oh scheiße, diesmal laufe ich gleich mal hier mit, oh scheiße, ich wollte doch noch eine gute Ansprache halten, aber es geht ja jetzt schon wieder los, wer bleibt stehen, boah, kann ich laufen? Vorsicht! Ich kann nicht laufen, oder konnte ich laufen, ich weiß nicht wo, eine Drahtfalle, ich glaube da laufen spielerische Viecher hinterher, ja, fuck, scheiße, nein, verpisst euch doch, du Kacke, ach shit Leute, uns helfen. Wir sind tot. Leck mich doch, ey. Die Marktstation war nicht mehr weit entfernt. Aber Bourbon warnte mich, dass unser Weg durch die vergessenen Katakomben führen würde. Was ist denn los? Habe ich jetzt überlebt oder bin ich jetzt gestorben? Hä? Leute, ich habe überlebt? Na, verdammt. Als wenn Norsalis hinter uns nicht genug wäre und stecken wir auf einem beschissenen Friedhof fest. Adjon, durchsuche die Leiche und versuche uns hier rauszubringen. Was ist denn jetzt passiert, Leute? Jetzt mal ohne Scheiß. Was soll ich tun? Oh, Licht. Ey, was geht hier ab, ey? Ich versteh's nicht. Ohne Scheiß, ich hab Angst. Ich hab Angst. Es ist jetzt 4:30 in der Früh. Ich hab die ganze Nacht durchgemacht. Fragt nicht warum, ich hab's einfach und mir gerade von bekannten YouTuber irgendein Horrorspiel reingezogen mit 10 F-Parts. Und ja, bin voll drauf und was ist das für ein Licht dahin? Boah, warum ist das ganz komisch gerade? Was passiert hier? Was soll ich denn tun? Bin noch da. Alter. Habe ich irgendwelche Drogen in dem Spiel genommen? Jetzt mal ohne Scheiß. Ich verspreche dir, mein Liebes, ich komme wieder und schmiere dich. Du bekommst auch neue Farbe. Redet er gerade mit dem Rad? Große Tür. Ich höre, du rufst mich. Fuck, ey, was ist denn? Wer ist denn hier drauf? Ich oder er? Alter! Was für Scheiße, Leute, was passiert hier? Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Was ist denn hier passiert? Ich bin voll Psycho grad. Was das Rad singt nur für dich? Bist du krank im Kopf? Geh mal, wie ich hier mit dem Psycho nichts zu tun habe. Komm mit. Ja, ist der jetzt tot oder was? War zu übel, ey. Zu übel. Was ist das denn jetzt schon wieder? Wow. 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 Was zum Teufel Krass. Ist mit mir geschehen? Was zum Teufel ist John, passiert? Hast du diese Lieder gehört? Welche Lieder? Boah, das wünsche ich keinem Feind. So, da unsere Muni hier fast... Ja, wobei wir könnten... Weißt du, du bist härter als du aussiehst. Gehen wir los. Wir sind fast am Markt. Wäre schade, wenn wir so kurz vor dem Ziel gefressen werden. Ja. Wir haben zwar fast keine Muni mehr, aber scheiß drauf. Und ich weiß gerade ganz ehrlich nicht, wie ich diese Special Muni benutze, die eigentlich Geld ist. Ich wünschte, ich würde es wissen, weil dann würde ich die wahrscheinlich verwenden. Aber du hast Muni. Gib mir Muni. Ach, wie schön. In der Not. Okay. So, was habe ich sonst noch für Muni gekriegt? Und hier ist der Markt. Okay. Bleibe ruhig. Onkel Bourbon bringt uns schon rein. Mal alles nachladen, Leute. Diese Geräusche, Mann. Mann, ey. Ich hab grad hier scheiße Angst. Hey, Leute! Aufmachen! Lasst eure zweibeinigen Brüder keinen unnötigen Tod sterben! Ja, bitte. Seid ihr taub da drin? Wir werden gefressen! Hey. Fuck. Ja, du hast gedacht, du bringst uns rein. Bring uns hier rein, ey. Ohne Scheiß. Boah. Mist, hört ihr das? Hört ihr das? Wer hat mit euch geschleift? Verdammte Nosales! Semyon, starte den Wagen! Wir bergen diese toten Männer! Artyom, halt durch! Das Schicksal ist auf unserer Seite! Schicksal ist auf unserer Seite? Da kommen wahrscheinlich jetzt 10.000 Viecher! Wenn mir einer... Gottes Willen! Ach, scheiße! Ach, du heilige Fresse! Okay, wir ruhig bleiben, Munition schwach! Wow! Wie gesagt, ruhig bleiben. Ah! Scheiße! Oh fuck.
Und ich kann nicht zielen, ich bin einfach zu... Ist die Munition da noch? Moment! Fresse, ey! Oh, stirb das Messer! Stirb halt, stirb halt, stirb halt! Mit der Luftmeer kann ich dich nicht abschlachten. Gottes Willen. Ah, da kommt noch mehr. Das ist doch nicht wahr, ey. Und öffnet er dieses Scheiß-Tor endlich. Tu, was er sagt. Diese Typen verstehen keinen Spaß. Trügen mich meine Augen? Bourbon, alter Freund. Ja, ihr kennt sich, es war ja klar. Oh, das sind so viel von meinen Nerven. Simon, schau, wer die Nosalis aufgeschreckt hat. Gott verdammt, jetzt sind wir in die Scheiße getreten. Hey, Michalic, was für ein Zufall. Ich wollte dich besuchen kommen. Habt ihr das gehört, Jungs? Holt die guten Teller raus. Bourbon kommt zu Besuch. Und jetzt lauf nicht weg, Bourbon. Wir haben eine kleine Aufgabe zu erledigen. Dann sind wir wieder da. Du erinnerst dich, wo du auf mich warten solltest? Ja, tue ich. Sicher? Ich kann dir helfen, dich zu erinnern. Du hast mich verstanden, oder? Absolut. Ich verstehe nicht, um was es hier geht, aber Burden scheint schon mehr zu wissen. Meine Schulter und seine AK-47. Mal nebenbei erwähnt. Öffne sie gegen dich das Tor, Gott sei Dank. Ich dachte, die helfen uns, aber die haben uns jetzt einfach alle alleine vertreten lassen. Oh, zu viel für meine Nerven. So einen Markt hatte ich noch nie gesehen. Man konnte fast alles kaufen. Aber Bourbon schuldete den Wachen der Hanse Geld und wollte schnell weg. Okay. So, wie gesagt, die Waffen wegstecken. Wir erstmal mal die kaufen. Ins Licht kommen. Langsam, langsam. Ich will verdammt sein. Es ist Bourbon. Hatten wir das nicht schon? Leute, die beiden sollten wir besser durchsuchen. Okay. Und, alter Softbolt, was hast du dieses Mal dabei? Und wer ist dieser Junge? Schau mal, Chef, ich bin sicher, dass wir klarkommen. Ja, sicher. Komm, lass uns... Komm mal wohl ab, in die Maske. Und du hältst dein Auge auf den da. Nicht bewegen! Ja, wunderbar, jetzt lässt du mich einfach nicht stehen. Stillgestanden! Ich rede mit dir! Achso, Entschuldigung. Jetzt bleib ich stehen. Na, ihr beiden. Geht's euch? Ah, da kommt schon wieder jemand. Die beiden können durch. Willkommen auf dem Markt. Lass uns gehen, oder möchtest du ihre Gesellschaft noch länger ertragen? Ich will noch ein paar Sachen kaufen. Einen anderen Tonfall gefälligst. Beruhig dich, ist schon wieder gut. Wir stecken tief in der Scheiße. Warum das? Keine Chance, dass ich diese Wagenjungs auszahlen kann. Wir können von Glück sagen, wenn sie uns für den Rest unserer Tage Scheiße schaufeln lassen. Den verkohlten Körper der Opfer. Ein Albtraum. Wie schmuddest du denn Zur Hanse können wir nicht. Hier sind ein paar Patronen. Hol uns ein paar Filter, ja? Ich habe eine Idee. Ich werde mal mit einem bestimmten jemand reden. Wir treffen uns in der örtlichen Bar oder ich finde dich schon. Ich glaube. Also los mit dir. Du hast ungefähr 5 Minuten. Daher dachte ich, es wäre. Also ich soll ein paar Filter kaufen? Ach so, für unsere Masken wahrscheinlich. Falls mich jemand hört, bitte antworten. Hier ist Moskau. U-Bahn-Station Markt. U-Bahn-Station Markt. Müsste es überleben. Manche Metro-Stationen hier noch tiefer. Wie wär's mit etwas Mondschein? Zu welchem Anlass? Mein Sohn. Ah, hier schaut's aus wie ein Markt. Verwöhn dich mit etwas Luxus für ein bescheidenes Anliegen. Komm, komm, schau dich um! Mama, gib mir keinen. Erzählen Sie es mir doch so. Lass dir etwas an. Dafür bin ich zu hungrig. Nicht in der Stimmung, Geschichten zu erzählen. Ja. Sagen Sie mir einfach, worum es dabei geht. Ich frage meine Mama, ob sie ein Sandwich macht.
Wir das kaufen, hallo? Kann ich mit dir was kaufen? Schau dir diese Messer hier an. Damit kannst du Fleisch oder Pilze schneiden. Sind alle sehr scharf. Kann ich mit den Leuten interagieren? Ganz komisch gerade, ganz komisch. Aber vielleicht sind wir auch falsch. Ist ruhig, erklärt. Es gibt keine Abzweige. Alles, was man bei der Reise durch gefährliche Gebiete bringt, zerfetzt ihr Ziel in Stücke. Was ist das denn hier? Haftdynamik. Eine Handgranate nehmen. Sie müssen aber bis 5 zählen können. Nein. Sollte so um die 20 Minuten reichen. Dass man sich sehr schön. Darf, wenn man da oben und drauf sieht. Die Sterne auf den Türmen haben eine hypnotische Wirkung. Wie auch immer. Und du kannst nicht mehr weggucken. Was ist das hier eigentlich? Wirst du hineingesogen und alle Tore stehen. Das sollte so um die 20 Minuten reichen. Deshalb gehen die wie auch immer. Zur großen Bibliothek. So. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Ich will eigentlich nur... Ausgezeichnete Wahl. Gute Waffe. Definitiv nein, besser als ihre. Muni haben. Dieses Ding ist 5-mal besser als ihre Spielzeugwaffe. Boah, ist mir egal. Ich will nur Muni. Der ist für Babys. Werfen Sie Ihren Schrott weg! Oh, du hast mich aus keine Muni, hä? Wie Sie wollen. Kommen Sie, schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Du hast Muni. Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Also, was haben wir hier? Ein Discount zu teuer. Nehmen wir mal das hier. Ich weiß gar nicht, ob das... Okay. Das. Dann kaufen wir mal noch was mit 5mm Pistolen. Und was ist das denn hier überhaupt? Egal, davon kaufen wir auch was. Wir werden alles brauchen. So, einfach mal schön hier unten die Muni einkaufen. Und das war's. Gut, okay. Weil ich hier ganz massiv viel Daten ja schon nicht gesehen habe. Wie ich es gesehen habe. Gut, ich glaube, man war es das auch. Erstmal sollten wir jetzt erstmal die Bahn suchen gehen. Das mache ich gleich, weil ich muss noch kurz ein paar Sachen nachschauen. Bin ich nämlich gleich wieder da. Um genauer zu sagen, hey Mama, beim nächsten Part. Lass uns eine Ratte kaufen. Was, eine Ratte? Richtig, Kaffee. Ich habe erst letzte Woche eine gekauft. Bitte, Mama. Ich spiele nur ein bisschen damit und lasse sie dann laufen. Ist das putzig. Hast du deinen Teddybär. Hör auf, Essen zu vergeuden. Sehr schön. Sie essen nach Ratten. Ich finde das echt cool gemacht, dass hier jede Person irgendwas zu sagen hat. Schauen Sie, probieren Sie aus und kaufen Sie. Was ist das? Na gut, wie gesagt, ich beende mal kurz den Part und wir sehen uns dann, wenn wir dann die Bar suchen, fährt zu viel abgelehnt, okay? Ich werde gleich weiter aufnehmen, aber ich muss doch ein paar Sachen schauen. Also, ciao Leute. Tschüss, bis gleich.